Hallo Gartenfreunde, willkommen bei Gärtnern leicht gemacht und in diesem Video möchte ich gern mit euch das Thema behandeln, wie ihr eine Pflanzfläche optimal vorbereiten könnt, denn ich befinde mich gerade hier in unserem neuen Garten und habe hier vor, so eine Art Gräserhecke zu pflanzen, neu anzulegen mit blühenden Stauden und gebe euch hier mit meine Tipps über ideale Bodenvorbereitung, Bodenverbesserung und genau um diese Themen geht es jetzt im folgenden Video, also aufgepasst, mehr dazu nach dem Intro, viel Spaß beim Zuschauen. Erstmal schön, dass ihr natürlich wieder alle eingeschaltet habt. Hier haben wir natürlich auch schon das Objekt der Begierde. Also ich habe gestern schon angefangen hier auf diesem 1 Meter breiten Streifen, das sind etwa 10 Quadratmeter, angefangen die Rasennarbe abzustechen. Wie gesagt, hier sollen später eine Sichtschutzhecke aus Stauden entstehen mit diversen Ziergräsern, Calamagrostis und diversen Blühstauden. Einfach so ein bisschen als Sichtschutz zum Nachbargarten, der sich hier drüben befindet und auch, dass sich unser Hund nicht in den Nachbargarten verirrt. Und als erstes ist natürlich wichtig, wo ihr eure Pflanzfläche in Zukunft haben wollt oder gestalten wollt. Wenn ihr Rasen besitzt, müsst ihr natürlich erstmal anfangen, die Rasennarbe abzustechen. Ich habe mir hier als Hilfe erstmal ein Schnureisen geschlagen, auf Abstand zu einem Meter von diesem vorhandenen Bordstein hier. Habe hier dann erstmal eine Kokosschnur durchgespannt, einfach als bisschen als Fluchtvorgabe. Wie gesagt, bis da vorne ungefähr, wo das Gartentor anfängt, das sind wie gesagt um die 10 Quadratmeter. Wenn ihr anfängt, die Grasnarbe abzustechen, natürlich, wenn ihr nur kleine Flächen habt und keinen Bagger zur Verfügung, müsst ihr natürlich mit Hand an die Sache rangehen, einfach mit dem Spaten oder mit der Schaufel. Wichtig ist einfach beim Abstechen der Grasnarbe, dass ihr möglichst tief, mindestens 5 bis 6 cm geht, damit ihr auch tiefgründig wurzelnde Wurzelunkräuter wie Löwenzahn und Co. miterwischt. Und wie gesagt, ich habe hier schon mal angefangen und muss das Ganze hier noch zu Ende bringen. Also ist noch ein bisschen Arbeit vor mir, bevor wir dann später zur Bodenvorbereitung, Bodenverbesserung kommen. Weil hier kommt dann später noch eine Schicht Dachgarnsubstrat hinein, was dann eben den Boden nochmal lockerer macht. Luftdurchlässiger und wasserdurchlässiger, ideal für Pflanzen, für vollsonnigen Standort, also wo man hier sieht, also hier pure Sonne fast den ganzen Tag über und das lieben einfach diese Pflanzen, einen steinigen, durchlässigen Boden. Und hier hätten wir auch schon unser Bodenverbesserer, also wie gesagt, das sogenannte Dachgartensubstrat. Ich bin ein wirklicher Freund davon, weil es ist einfach der Vorteil, diese Substrate sind sehr strukturstabil, sie verdichten nicht, ja, sie sind sehr wasserdurchlässig, ideal für eben Pflanzen, die vollsonnige Standorte bevorzugen, weil man hat auch einfach den Vorteil später, wenn man die Beete pflegen muss, also ihr seht selber, das ist hier alles so feinkrümelig und durch den Zusatzstoff von Lavakies und Sand, was dieses Substrat beinhaltet, haben es eben auch die Pflanzen ideal und leicht einzuwurzeln in den Boden und durch den Lavagestein habt ihr den Vorteil, dass der Boden sich schneller erhitzt, das heißt die Pflanzen treiben im Frühjahr viel besser und schneller aus, im Gegensatz zu herkömmlichen humusartigen oder normalen kompostartigen Gartenböden. Und wie gesagt, also wenn ihr vorhabt, einen Boden zu verbessern, nehmt am besten immer Substrate. Ihr könnt natürlich auch euch selber solche Substrate zusammenmischen, wenn ihr einen gesiebten Oberboden nehmt, mit ein bisschen Sand durchsetzt und das Ganze dann mit Kies, Schotter oder auch Lavasplit aufbereitet. Aber dazu später mehr. Zunächst heißt es aber für mich erstmal noch weiterhin die Grasnarbe bis da vorne abzustechen. Ja, nachdem ihr natürlich die Grasnarbe entfernt habt, ist jetzt natürlich der nächste Schritt gefragt und zwar die Lockerung des Unterbodens. Wenn ihr natürlich keinen Bagger habt oder eine Motorfräse, wie in dem Fall ich, dann ist da natürlich Handarbeit gefragt. Und die Lockerung des Unterbodens ist in dem Sinn wichtig, eben den Untergrund zu lockern, damit eben die Pflanzen die Möglichkeit haben, besser in den Boden einzuwurzeln. Denn umso feiner die Struktur des Bodens, umso besser können die Pflanzen eben anwachsen. Und der Rest macht dann eben die Bodenverbesserung durch das Lavasubstrat. Aber jetzt geht es erstmal darum, den Untergrund zu lockern und umzugraben.
Zur Bodenbearbeitung von Hand kann ich euch eigentlich am besten hier diese vier Werkzeuge ans Herz legen. Also ich habe jetzt in dem Fall hier eine Grabschaufel. Also ihr könnt natürlich auch einen ganz normalen Spaten oder jegliche andere Schaufel nehmen. Die ist eben gut zum Umgraben. Und später, wenn ihr dann größere Bocken habt, könnt ihr dann mit dem Greil arbeiten oder auch mit dieser sogenannten Gartenkralle. Und dieses Gerät hier habe ich mir jetzt neu dazu geholt. Das ist, würde ich mal sagen, so eine Art handbetriebene Fräse. Also damit könnt ihr dann später nochmal größere Erdbrocken nochmal schön fein zerkleinern. So, also ein kleiner Tipp von mir zum Umgraben mit der Schaufel des Bodens. Also beim Umgraben ist es einfach wichtig, dass ihr ruhig tiefgründig geht. Also mindestens eine Schaufel- oder Spatentiefe. Also ihr seht wirklich, da kommen auch einiges an Wurzelrhizome und Wurzelstücke noch zum Vorschein. Die kann man natürlich auslesen. Und wir gehen jetzt quasi von der rechten Seite auf die linke Seite gesehen. Und damit ihr euch den Erdaushub nicht in den Weg legt, schmeißt ihr quasi den Erdaushub immer auf die rechte Seite. Von rechts nach links. Von links nach rechts besser gesagt. Dass ihr euch eben nicht den Aushub in den Weg schmeißt. Schön tiefgründig gehen. Wie gesagt, das tut den Pflanzen sehr gut. Beim Einwurzeln später, die größeren Brocken, könnt ihr dann problemlos nochmal mit der Schaufel zerkleinern. Und dann auch umgekehrt, von links nach rechts. Schön lockern, schön tiefgründig gehen. Also wenn ihr auch auf größere Steinstücke trefft oder auch größere Wurzelstücke wie das hier, könnt ihr problemlos rauslesen oder auch Steine, die größer wie 5 cm sind. Wenn ihr größere Erdbrocken habt, könnt ihr natürlich auch hier mit dem Greil nochmal durchgehen, könnt es nochmal zerkleinern mit dem Greil. Oder ihr könnt euch natürlich auch problemlos die Gartenkralle zur Hand nehmen, also das ist auch ein sehr gutes Werkzeug. Da könnt ihr dann ruhig nochmal durchgehen und das solltet ihr halt natürlich auf der gesamten Fläche jetzt durchgehend machen. Wie gesagt, Wurzelstücke rauslesen ist immer ganz wichtig, dass kein unschönes Unkraut mit der Zeit auftaucht. Aber ihr werdet nachher sehen, wenn wir das Substrat aufgetragen haben als obere Schicht und nochmal in den Boden einarbeiten, das seht ihr den Unterschied, also was einen guten, durchlässigen Boden ausmacht. So, nachdem ich jetzt nochmal das Beet durchgezogen habe mit dem Reche und die restlichen Wurzelstücke rausgezogen habe, also wie ihr sehen könnt, das war alles noch da unten drin in eine tiefere Erdschichte. Das ist immer wichtig, dass man dann die Wurzeln und so hier rauszieht und größere Steine. Und ja, wie ihr sehen könnt, hier nur mal der Beweis, wenn ihr tiefgründig lockert, was ihr für ein Ergebnis kriegt. Also ihr merkt richtig, wie die Erde fein krümelig ist und nicht verdichtet. Also ideal zum Pflanzen. Und jetzt kommt natürlich der schöne Teil. Da kommt jetzt noch die Erdschicht aus dem Dachgartensubstrat drauf, um den Boden zu verbessern. Also wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt mal alle paar Meter etwa eine volle Schubkarre von dem Substrat hingekippt und demnach werde ich jetzt erstmal die Häufe beziehen und mit dem Greil halt eben das Substrat ein bisschen in den vorhandenen Boden einarbeite, sodass ungefähr die Schicht 5 cm beträgt. Das reicht auch in der Regel, damit die Pflanze gut gedeihen könne. Und wenn ihr dann ausgrasen müsst, wie gesagt, ihr merkt den Unterschied, wie locker der Boden dadurch wird. Und danach kann es auch schon ans Pflanze gehen. So, wie ihr sehen könnt, das Substrat ist schon mal verteilt, die Pflanzen sind auch schon mal verteilt. Ja, wie gesagt, ich wollte ja hier so eine Art Sichtschutzhecke mit Ziergräsern erreichen und habe sozusagen hier viele Ziergräser verwendet als Gerüschbildner oder gerüschbildende Stauden. Also wenn ihr mein anderes Video über das Staudenbeet anlegen gesehen habt, da habe ich nochmal erläutert, für was Gerüschbildner zuständig sind. Also wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Gerüschbildner, nämlich den Atlasschwingel, dann gefolgt von Calamagostis acutiflora Karl Förster, dem sogenannten Gartensandrohr oder auch Reitgras genannt. Das wiederholt sich einmal hier und auch hier. Und hier
und da hinten. Und dazwischen haben wir natürlich auch viele weitere blühende Stauden, wie zum Beispiel hier den Sonnenhutegelben oder hier die Gaura, auch eine sehr tolle Präriestaude, die den ganzen Sommer über blüht. Dazwischen kommen noch kleinere Bodendecker, Beetrandstauden wie die Katzeminze oder auch Stachys byzantina, zu Deutsch das Eselsohr. Mein geliebtes Mädchenhaargras, wie immer oft verwendet, das sich auch bei idealem Standort von selbst aussieht, also selbst vermehrt. Und wie ihr sehen könnt, der Standort hier ist wirklich voll sonnig. Also hier durchgehend ab nachmittags bis in den späten Abend. Hier haben wir noch eine schöne Caryopteris X glandonensis, die sogenannte Bartblume, die blüht auch später dann im Spätsommer bis in den Frost hinein. Und wie ihr nochmal sehen könnt, möchte ich euch hier nochmal den Beweis zeigen von dem Substrat. Also wenn man mal hier guckt, wie gut durchlässig der Boden jetzt ist. Also ihr könnt da wirklich auch mit der Hand pflanzen, so locker ist der Boden. Das ist ideal für eben diese Pflanzen, die diesen sonnigen Standort bevorzugen. Einen steinigen, durchlässigen Boden, das lieben eben solche Pflanzen, die meisten Pflanzen und Stauden aus dem Lebensbereich. Sonnige Freiflächen oder steinige Lebensbereiche. Ne? Und noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr die Pflanzen pflanzt, da blende ich euch das jetzt gerade mal kurz ein, dann solltet ihr die Staudentöpfe oder den Oberrand der Stauden sozusagen abrändeln, also gerade die oberste Erdschicht quasi abpulen, damit ihr euch nicht unerwünschtes Unkraut, was meistens in den Gärtnereien mitgeliefert wird, ins Beet reinholt und sich somit dann im Beet vermehren kann. Also da ein bisschen drauf achten. Ansonsten die durchgewurzelten Staudentöpfe könnt ihr vorher nochmal mit der Hand etwas aufreißen. Das regt das Wurzelwachstum an. Und jetzt geht es als nächstes noch ans Pflanzen und dann ordentlich anwässern. Und dann sehen wir uns später nochmal. Ja, und die Pflanzen sind alle gesetzt. Jetzt heißt es natürlich noch anschließend gründlich wässern. Und somit wäre ich dann auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe an dieser Stelle, ich konnte euch einige Tipps geben. Wie gesagt, wenn ihr vorhabt, in Zukunft Neupflanzungen zu machen, achtet auf meine Tipps, auf eine gründliche Bodenvorbereitung, das heißt Lockerung, Umgraben des Bodens und so weiter und auch die Verbesserung durch Substrate oder Erde. Ihr werdet sicherlich ein besseres Ergebnis dadurch erzielen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie sich das Beet im Laufe der Zeit über den Sommer entwickelt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, um in Zukunft auch nichts zu verpassen meiner Videos. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bleibt bis dahin gesund, macht's gut und ciao, bis dann.